ein herzliches Willkommen zurück zu Planet Crafter. Wir waren hier an den Sandfällen unterwegs und gucken jetzt mal eben. Ich hatte gesagt, wir machen hier kurz eine Atempause, ne? Ich musste ja etwas zügiger weg. Ich habe im Übrigen vom Thomas eine super Map bekommen. Und zwar ist das eine interaktive Map. Da kann man alles einschalten, was man sehen will, was man nicht sehen will. Und das ist also genau das, wo ich nachgesucht hatte. Und mit der Map können wir dann tatsächlich mal auf die Suche gehen nach den goldenen Kisten. Denn die habe ich auch noch nicht alle gefunden. Also ich glaube, ich habe da tatsächlich nur zwei oder drei von gefunden gehabt. Und genau, das können wir dann mit dem alles soweit machen. Ich überlege jetzt gerade, was machen wir? Bringen wir das Zeug nach Hause erstmal? Ja, ne? Würde ich sagen. Das sollten wir auf jeden Fall machen. Wir können uns dann ja mit dem Osmium ein wenig Ausrüstung machen, also neue neuen Jetpack auf jeden Fall. Und wir schauen mal, dass wir noch wieder etwas bauen, ne? Also Heizung oder sowas. Das muss einfach zwischendrin immer mal sein, dass wir das mitmachen. Dann werden auch ein paar Durchgänge frei und wir sind einfach viel schneller unterwegs. Das ist angenehmer. Ich habe auch schon überlegt, eventuell einfach mal die Sachen tatsächlich aus den Wracks zu holen, aus den Kisten und das Ganze dann vielleicht für euch einfach schnell abspielen zu lassen. Ja, dass wir das Ganze einmal erledigen, ohne dass eben so mega viel Zeit dafür drauf geht. Aber man ist ja schon immer ein bisschen unterwegs. Ich dachte mir, das ist vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee. So, jetzt gucken wir aber erstmal, dass wir den neuen Jetpack machen können. Das wäre nämlich toll. Und, ja, mal gucken. Mal schauen. Wir schauen gleich mal, was wir machen können und was wir machen sollten. Das hatten wir. Ach, wir hatten eine neue Nachricht bekommen. Die lesen wir dann als erstes. Identifikation unbekannt. Unternehmenseigentum unbeansprucht. Bewohner. Bewohnbarkeitsgrad 0. Sektor Icitial Prime. Geschichte unbekannt. Der Planet, unnamed, befindet sich im Sektor Icitial Prime. Das ist ein komischer Name. Einem Zivilisationssektor, der hauptsächlich von Handelsschiffen durchquert wird, um zwischen großen Weltraumhäfen zu reisen. Der Sektor zählt 842 Planeten und 13.511 Sterne und ist 7.000 Parsec groß. Er wurde als einer der möglichen Kandidaten für eine zukünftige Kolonisierung identifiziert. Okay, gut. Das ist ja schon mal schön. Jetzt müssen wir einmal da hinten mal eben gucken. Ah ja, Aluminium haben wir. Haben wir. Da müssen wir mal eben schnell irgendwas auspacken. Ich würde mal eben ein Iridium auspacken. Und Uran. Zwei. So. Und den einen Jetpack brauchen wir natürlich. Den zweiten. Juhu. So, und da brauchen wir Schwarzpulver für. Das können wir leider noch nicht machen. Finde ich jetzt aber auch gar nicht so schlimm. Mein 170 Prozent Geschwindigkeit obendrauf oder 170, was auch immer, Antrieb finde ich schon ganz gut. So, hier packen wir Schwefel rein. Schwefel. Da kommt die Superlegierung rein. Ich glaube, im Moment haben wir auch nichts, was wir jetzt an Ausrüstung für uns noch machen können. Ne? Das haben wir alles. Das wäre jetzt eben noch die Raketenplattform. Die ist absolut anstrebenswert.
Und ach, den Erze-Extraktor können wir jetzt ja machen. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Den Streuer könnten wir eigentlich auch noch mal aufstellen. Okay, den Erze-Extraktor, den machen wir zuerst. Haben wir denn noch einen Iridiumstab? Ja. Superlegierung. Titan und Aluminium. Nein, das ist Schwefel. So. Was trinken müssten wir noch? Den ersten Erze-Extraktor stelle ich einfach hier jetzt hin, denn was uns im Moment am meisten fehlt, sind die einfachen Erze. Und deswegen stellen wir den hier hin. Es kommt mal drauf an, wo man den hinstellt, und diese Art von Erze wird dann extrahiert. Ne, wenn wir den jetzt da ins das Gebiet stellen, da hinten, dann kriegen wir Aluminium raus. Wenn wir den da in die Höhle stellen, dann kriegen wir also so auf die Art und Weise funktioniert das. Das nächste, was jetzt hier rauskommt, ist dann Eisen. Gut, ich glaube, hier können wir tatsächlich mal ein paar abbauen und das Eisen dann einfach nutzen, um Schränke zu bauen. Hier passt jetzt keiner mehr hin. Das ist auch okay. Ich überlege jetzt gerade, ob ich hier zu mache. Mit Schränken. Ja, ich glaube, das machen wir so. So, und hier kommt jetzt Osmium. Osmium. Und dann haben wir noch dieses, na, wie heißen die noch? Biokunststoffklumpen. Also wir haben schon noch ein bisschen was zum Aufstellen hier. Kobalt und Eisen. Mal gucken. Eisen haben wir gar nichts und Kobalt haben wir nur ein bisschen was. Ich packe jetzt die Klumpen erstmal damit rein. Haben wir noch was zu trinken? Achso, wir können jetzt ja draußen trinken. Gut, das, dann würde ich mich eigentlich gerne auf den Weg machen. Wir waren doch da, wo wir Uran geholt hatten aus der Höhle. Und da gibt es noch ein, ja, ein verstecktes Ding. Ja, nein, das beschreibt es natürlich nicht. Für die Story ist das ja, relevant einfach. Da gibt es so ein Bunker? Wie soll ich das nennen? Die ist auch sowas hier, ne? Genau. Da gucken wir nochmal. Gut, ich würde sagen, dann gehen wir los. Ich weiß, Sauerstoff brauchen wir nicht. Wir haben doch da das eine Teil zum Atmen schon hingestellt. Jetzt guck mal, wie schnell wir sind. Das ist echt nett. Also, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie ich diese Dinger nennen sollte. Das sind ja Abteile letztendlich. Aber das ist auch wieder, glaube ich, unterirdisch, also so ein unterirdischer Bunker. Okay. Ich muss demnächst, also jetzt habe ich sie noch nicht offen, aber ich denke so ab der nächsten, übernächsten Aufnahme, wenn wir unterwegs sind, werde ich mal die Map mit den goldenen Kisten offen lassen, dass wir dann auch die Sachen finden können. Das fände ich nämlich ganz, ganz nett, das einfach nebenher so mitzumachen. So, wir gehen da wieder lang. Zu der Uranhöhle. Die haben wir ja weitestgehend leer gemacht. Das geht hier ja im Moment echt schnell. So, dann da rein.
Und dann gehen wir gleich weiter. Und jetzt müssen wir auch schon ein bisschen Zeug wieder einsammeln, weil wir das gleich brauchen. Also Eisen brauchen wir jetzt gleich auf jeden Fall. Um wieder einen Abteil hinzubauen. So. Jetzt kommen wir wieder in ein neues Gebiet, also in ein neues Biom. Eine Küste. Ja. Das nehmen wir wieder irgendwann mit. In der wir gelandet sind. Zwei Abteile und eine Leiter im Boden. Ach, jetzt habe ich den zweiten Chip gar nicht reingemacht. Das wollte ich eigentlich noch machen. Also das lohnt sich hier schon. Ne? Ihr seht, das ist nett. Gucken wir da nochmal rein. Ja. Ich packe einfach mal das Zeug... wir brauchen das ja für ein Abteil. Also da, manchmal bin ich ein bisschen durcheinander. Das kommt, weil ich jetzt gedacht habe, wir haben hier welche, ne? Aber die können wir natürlich nicht zum Sauerstoff auffüllen nutzen. So, nehme ich das nochmal eben hier mit. Eisen, nein, nur das Eisen. Und dann können wir den Rest... hier lassen, aber ich brauche noch Silizium. So, dann kurz atmen. So. Was haben wir hier noch? Ja, auch ein paar nette Sachen. Den können wir öffnen, 450, das ist nett, auf jeden Fall. So, etwas trinken. Ich hätte vielleicht doch was zu essen mitnehmen sollen, aber wir gucken gleich mal, was es unten gibt. Ich glaube, hier haben wir alles so weit weg, genau. Deine Mission ist es, den Terraforming-Prozess dieser Welt voranzutreiben. Erzeuge dazu O2, Hitze und Luftdruck. Ah ja. Aber das hatten wir ja schon, die Nachricht, ne? Das war ja unsere erste Nachricht. So. Und noch einmal, hier waren wir ja schon. Dann noch einmal atmen und dann würde ich sagen, gehen wir einmal die Treppe da runter. Und schauen mal, was wir hier finden. Kiste. Nun, ich hatte keine allzu hohen Erwartungen, aber dass der Landeplatz so schlecht ausfallen würde, habe ich nicht erwartet. Dennoch sehe ich keinen Grund, warum ich nicht diesen großen Felsen terraformieren können soll. Ich weiß mehr als genug über das Vorgehen, um es zu schaffen. Schließlich ist alles, was ich tun muss, den Schritten zu folgen, auf gutes Wetter und nicht zu viele Meteore zu hoffen. So schwer kann das doch gar nicht sein. Okay, so... Platz. Durchkommen. Noch eine Nachricht. Es war schwieriger als erwartet. Die Atmosphäre ist giftig und die Samen wachsen nicht wirklich unter der Erde. Meinen Berechnungen zufolge sollte die Position des Planeten optimal sein, um ihn in etwa 2 Jahren zu terraformen. Bis dahin muss ich einfach überleben. Ja, hier brauchen wir den anderen Chip. Den muss ich jetzt unbedingt mal dran denken, dass wir das fertig machen. So.
So, und wo bitte soll ich auf diesem Planeten mehr Iridium finden? Ich habe überall gesucht. Hier ist nur Eis. Ich muss unbedingt wenigstens ein bisschen Iridium finden, damit ich den Planeten aufwärmen kann. Alles draußen gefriert. Ich muss schlafen. Morgen wird es besser. Diese Strafe für so ein kleines Vergehen ist unmenschlich. Das habe ich nicht verdient. Ja, ein Chip. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Den Rest gucken wir dann gleich. Und hier haben wir ganz viele Truhen. So, weiter geht's ja, glaube ich, auch gar nicht. Dann können wir hier alles mitnehmen, was wir mitnehmen können. Das tatsächlich alles war hier. Hier geht es noch weiter. Aber ich würde jetzt erstmal kurz die Sachen nach oben bringen. So, hier. Nein, das ist gar nicht unser. Wir können atmen. Ding. Hier. Gut. Hier stelle ich jetzt eine Kiste hin, beziehungsweise ich stelle hier gleich einen Schrank hin, damit wir genug Platz haben. Und da packe ich jetzt erstmal alles rein. Das ist dann nämlich auch so ein Punkt, wo man dann einfach demnächst dann mal los kann und die ganzen Sachen einfach mal einsammelt. So. Genau, und noch eins weiter runter. Dann machen wir uns hier nochmal eben Platz. An Nachrichten hängen. Aber es ist immer die Anfangsnachricht hier. Und da auch anscheinend. Ja. Das nehmen wir gleich mit. Und das scheint es wohl gewesen zu sein hier. Hier geht es nicht weiter. Machen wir die weg. Abbauen kann ich das. Doch, guckt mal. Ach, guckt mal. Da war ja doch noch was. So. Ihr habt mich zum Sterben hierher geschickt. Ihr wusstet von vornherein, dass es unmöglich ist. Es kümmert euch aber auch nicht. Schließlich ist alles, worum ihr euch sorgt, der Profit und die Besiedlung neuer Welten. Wer auch immer dachte, das hier wäre eine gute Idee, fahrt zur Hölle. Vergebung war nie eure Absicht. Seid verflucht, Sentinel Corp. Okay. Hey, das ist nette Sachen. So, dann bringen wir die Sachen wieder hoch. Können eigentlich gleich dann noch einen zweiten Schrank eben hier hinbauen. Wie gesagt, und dann holen wir die ganzen Sachen dann einfach zwischendrin mal. Das können wir eigentlich auch bei den Raumschiffen machen, bei den Wracks, wenn wir da Zeug suchen, dass wir einfach draußen einen Schrank hinstellen oder auch zwei oder so, mal gucken, wie viel man eben braucht. Und dass wir dann, ja, dass ich dann vielleicht offscreen einfach die Sachen hole. Ja, dann verlieren wir nicht so viel Zeit. Das fände ich eigentlich ganz, ganz gut. Weil es wäre jetzt hier tatsächlich ein paar Mal hin und her. Na, also wir haben schon echt viel Zeug hier, was ich mitnehmen möchte. Und das ist noch nicht alles. Da kommt noch ein bisschen was dazu.
hier alles raus. Aber jetzt. Gut. Aber leider haben wir kein Essen gefunden. Das wäre toll gewesen. Waren wir jetzt ganz fertig mit allem? So, habe ich hier alles rausnehmen. So. Gut, also hier brauchen wir nicht mehr hin, da ist alles raus. Dann hier, da müssen wir nochmal wiederkommen. Und hier haben wir noch die Kisten. Okay. Nein, das war zu weit. Es ist schon, ist jetzt schon, finde ich, schon viel hin und her gelaufen, um das ganze Zeug da rauszuholen. Und das kann ich mal trinken. Und ihr seht ja, das ist unglaublich viel. Drei Schränke voll. Und wir sind ja noch nicht fertig. So. Du warst leer. Gut. Ich denke, hier haben wir alles raus. Da brauchten wir nicht mehr hin. Dann haben wir nur noch oben hier die eine Kiste, die hier genau abbauen. Und dann sind wir hier durch. Da haben wir da eigentlich alles eingesammelt. So, wir nehmen uns gleich Zeug mit für das nächste Abteil und gehen noch ein bisschen weiter. Was zu essen wäre echt toll gewesen. Okay, wir gucken noch mal kurz, wie weit wir noch kommen mit dem, ja, kein Essen. Vielleicht finden wir noch eine Kiste, wo etwas drin ist. Da ist auf jeden Fall schon mal eine Kiste. Aber kein Essen. Müssen wir sonst vielleicht doch zwischendrin dann mal zurück. Bin ich ja mal gespannt. Ah ja, hier. Pulsarquarz, den kriegen wir also doch schon hier. Und Osmium gibt es hier auch. Und es ist ziemlich dunkel, aber Taschenlampe habe ich an. Da war eine Kiste. Mit nichts zu essen. Gibt's doch nicht. Also hier gibt es schon recht viel Steine und so weiter. Und diese Pulsar, den wir eingesammelt haben, den brauchen wir später zum Beispiel für Energie und so weiter. Also ist auf jeden Fall notwendig, dass wir den mitnehmen. Hier sind wir jetzt ja, in einem Pilzbiom gelandet. Das gucken wir uns aber dann erst später an. Ich stelle jetzt hier ein Abteil hin, damit das schon mal steht. Denn hier werden wir öfters nochmal herkommen. Stelle ich jetzt einfach mal dahin. So. Atmen. Und dann gehen wir erstmal zurück. Ja, zurück nach Hause. Wegen dem Essen. Das kann ich jetzt ja einsammeln hier. Cool.
gucken, dass ich nicht die Orientierung verliere. Da gibt es nämlich auch noch eine Höhle irgendwo hier. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die noch zu ist. Ja, das sieht schon so aus. Die ist nämlich auch noch vereist. Und hier ist dann ja nur Iridium und so, da kommen wir auch nicht weiter. Keine Kiste hier. Essen drin ist nix. Nein, gar nichts. Ja, wir machen uns jetzt dann eigentlich auf dem Weg zurück. Da ist noch eine Kiste. Hab ich da schon reingeguckt? Nein, aber auch kein Essen. Das ist eher schlecht. Hier sind noch diese Dinger. Ja, ich weiß gar nicht genau, ob ich jetzt von hier aus zurückkomme. Wir probieren das jetzt einfach. Gucken, wo wir ankommen. Ah, hier. Bei der... Ist das die Uranehöhle? Ja. Jetzt muss ich nochmal eben kurz gucken. Okay. Ja. Gut, super. Mega Besonderes drinne. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt noch eben zurück in unser Zuhause. Ja, ich brauche Essen. Und dann würde ich tatsächlich die Sachen schon mal holen von da. Die Schränke leer machen, alles holen. Und dann können wir nämlich im nächsten Part nochmal gucken, dass wir dieses Pilzbiom uns mal etwas genauer angucken. Auch mal die Raketenplattform bauen, ne? Dass also diese Dinge jetzt dann mal in Angriff genommen werden. In das Wrack müssten wir dann auch nochmal rein und alles rausräumen. Da würde ich euch ganz gerne mitnehmen, ne, dass ihr dabei seid, wenn wir dann die Sachen eben nach draußen in Schränke packen oder so. Und auch da oben, das, da hinten haben wir noch nicht leer gemacht, ne, dass wir das alles so auf die Art und Weise machen. Und ich bringe dann einfach das ganze Zeug dann einfach hierher. Offscreen dann. Ne. So, trinken. Essen. Noch mehr Essen. Okay, also wir haben jetzt schon einiges zusammen an Zeug. Titan auspacken. Kobalt hatte ich auch ein bisschen was. Silizium. So, Osmium hatten wir hier. Achso, dann können wir ja eigentlich auch... Ich wollte hier ja Scheiben reinmachen. Was hatte gefehlt? Eisen. Mhm. Haben wir immer noch nicht viel. Aber wir machen jetzt hier schon mal eine Scheibe rein. Aber ich glaube, ich mache die nur von hier aus. Weil dann habe ich hier mehr Platz für die Schränke. Das ist besser. Okay. So. Ob ich das noch ausgepackt kriege hier. Das können wir mal wegsortieren. Ist da noch was drin? Nein. Halt, da war ja noch Dings mit drin. Das kann auch raus. Das können wir auch wegsortieren. Und dann kriegen wir das nämlich alles schön weg. Dann habe ich die Taschen nämlich gleich frei, um dann die ganzen Sachen zu holen.
Okay, so. Dann würde ich jetzt erstmal den Part beenden. Im nächsten haben wir dann das ganze Zeug hier. Dann gucken wir nochmal neu, was wir so machen. Aber wir müssen dann ja eben auch noch das Pilzbiom uns angucken. Und dahinter geht es auch noch weiter. Das müssen wir uns auch nochmal angucken. Also wir haben noch einiges zu tun. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.